Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Power Wash. Zum Latour mit Schluck auf. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Schluck auf wieder. Und ich habe Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen? Ja. Da musst du auch nicht so quatschen. Ich darf quatschen. Ich muss aber quatschen. Ich fühle dieses Let's Play schließe. Okay. Okay. Ich muss dich jetzt mal untersuchen. Nee, danke. Ich möchte gerade nicht untersucht werden, wenn es geht. Warte, da war noch irgendwas. Der Blumentopf unten? Der Blumentopf unten. Ich höre jetzt mal dein Herz ab. Nein, ich bin hier am Aufnehmen, Emmy. Kann ich? Ah, okay. Geländer, Stiefelwände. Sind das Stiefelwände? Emmy, hau ab damit. Aber ich würde dein Herz abhören. Nein, musst du nicht. Okay, jetzt dein Rücken ab. Ah, okay, hier ist noch ein bisschen was. Ich sehe es nicht mal. Ah. Das Geländer ist noch dreckig. Das Geländer ist so dreckig. Okay. In der letzten Folge haben wir ja eigentlich über das gesprochen. Wo Kopfschuh tragen. Wie sich Frauen sowas gefallen lassen dürfen oder welche Frau sich das vorschreiben lässt, wie sie ihre Haare bedecken soll und bedecken muss. Und dass es da auch in... Wo war das denn nochmal? Da gibt es ja eine Religionspolizei. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und ich habe darüber... Eine Dokumentation konnte man jetzt nicht sagen, aber darüber mal was gelesen, dass es sowas tatsächlich geben sollte. Oder geben soll. Da hast du ein bisschen was? Okay. Holzverkleidung. Was ist denn für eine Holzverkleidung? Ist das das? Ja, das ist es. Okay. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, wir sind ja nun relativ offen bei uns in Deutschland. Da muss man dazu ja auch was sagen. Wir haben ja wirklich Glück, dass wir alles haben. Ich sag jetzt mal alles haben. Stell ich mal einfach so in den Raum rein. Ich muss das vorsichtig, wie man sagt. Nicht, dass ich irgendjemand auf den Schwanz trete. Das wollen wir ja nun nicht. Halt, da. Da oben ist die Holzverkleidung. Wir sind ja relativ weltoffen. So, obwohl da ja auch sehr viel mit Rassismus und hast du nicht gesehen, wieder fungiert. Wo wir gerade bei Rassismus sind, da müssen wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen ausschwenken, was ich das jetzt mal wieder gelesen habe. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder ob sie mittlerweile das wieder rausgelöscht haben, den Artikel. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß... Was? Was sehen wir jetzt? Bild sehen da hinten so rum. Okay, ich finde die letzte Verschmutzung nicht. Da war tatsächlich ein Artikel drin. Da ging es ungefähr dazu, dass ich diese Meinung habe. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern der Schreiber. Ich habe die und die Meinung. Und alle anderen, die die Meinung nicht teilen, sind Ratten, die gefälligst wieder in ihren Löchern zurückkriechen sollen. Wo ich mir dann so denke, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, findest du das nicht? Na, obwohl Rassismus, obwohl man könnte es auch Rassismus nennen. Könnte man, muss man aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der Fachbegriff dafür heißt. Wie gestört müssen bitte schon die Leute sein, dass deren ihre Meinung wichtiger ist als anderen ihre Meinung. Wie zum Henker, was läuft da denn bitte schon verkehrt? Warum ist deine Meinung wichtiger als, was weiß ich, von Beate Use oder Angela Merkel oder sowas? Und warum sollen Leute unbedingt deine Meinung sein? Was zum Henker läuft da schief? Was geht da vor? Dass man sowas von sich denkt, wie arrogant muss man auch sein,
Na? Da, jetzt. Wie arrogant muss man denn noch bitte sein, wenn man das sagt? Ja, meine Meinung ist wichtig, alle anderen sind mir scheißegal. Oder soll sich verpissen. Oder sich umbringen oder sowas. Ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wo ist denn hier die letzte Verschmutzung, verdammt nochmal? Der ist. Oder ist oben noch irgendwo eine Holzverkleidung? Band. Fensterrahmen. Ist das eine Holzverkleidung? Dachunterseite? Das gehört dann schon alles zusammen. Wo ist denn hier diese letzte Verschmutzung? Wie durch muss ein Mensch sein? Um das zu behaupten, ne? Ich weiß leider nicht mehr, wo der Artikel hergekommen ist. Ich habe den Artikel auch nur ganz kurz einmal eben überflogen und dann so, oh mein Gott, ich wollte mir den eigentlich abspeichern, hab's aber dann vergessen. Wie das denn so häufig bei mir ist, dass ich irgendwas vergesse. Oder ein Scheiße-Formular von mir gebe. Das ist garantiert. Ist das nicht irgendwo so eine kleine Verkleidung hier? Aber ich finde es nicht. Kann man hier nicht irgendwie. Wo ist das denn? Okay, ich guck mal eben kurz hier auf die Seite. Ich konzentriere mich mal kurz darauf, bevor ich gleich wieder weiter laber. Weil da steht doch Holzverkleidung. Holzverkleidung, ja. Stiefel, Stiefel, Holz, Fenster. Ich sehe es auch nirgendwo. Wo ist der Ding? Kann man das nicht irgendwie. Irgendwie zeige die Verschmutzung oder sowas? Weil ich sehe es auch nicht. Ich sehe es nicht. Wo ist es? So viel Spam, wie ich möchte, aber das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ich glaube, das hängt sowieso alles zusammen. Da sind ja nur die Schnürsenkel drüber. Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Ich spamme gerade die Tab-Taste. Hört ihr wahrscheinlich. Vielleicht muss ich einfach mal ganz auf. Warum werde ich von Zwergen verfolgt? Mein, hier ist einer. Da hängt noch irgendwo einer rum. Da hängt noch einer rum. Den kann ich sogar aufnehmen. Ja. Ich hoffe, da ist jetzt kaputt gegangen. Die werden jetzt so sauer auf mich. Wir haben Zwerge. Da ist auch einer. What the fuck? Sind die noch mehr? Hui. Ist hier irgendwo Schornstein? Sind hier noch mehr? Ich habe irgendwie gerade Angst. Okay, das sind Fußabdrücke ins Gebüsch rein. Wo sind da Fußabdrücke ins Gebüsch rein? Ist das da nur ein Bildausschnitt? Oh, fuck. Warte. Das ist Holzabdeckung. Holzverkleidung. Ich find's aber nicht. Das sieht echt merkwürdig aus. Warum sind da Fußabdrücke rein? Kann man hier eigentlich rausgehen? Nope. Hey, Zwerg. Richtig irgendwie? Richtig zu fassen? Nee. Kann man hier rausgehen? Gut, lass mal sauber machen. Ich finde aber die letzte Verschmutzung nicht. Wo ist die denn? Ich sehe sie nicht. Holzverkleidung. Das sind das. Auch nur so. Ja gut, wir wollen uns ja nicht beschweren. Geländer. Türrahmen.
Da ist es. Lass mich da rein. Ja, Aufgabe abgeschlossen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo wir waren. Na, was ist? Schatzi. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, gerade eben bei der Erzählung. Ach ja. Skatepark. Okay, Laufnahme im Moment nicht. Deswegen machen wir mal Autoreinigung. Autoreinigung. Auslösen, aufheben, platzieren. Oh ne, das nicht das aus. Jenny hat die Restaurierung des Autos wie Vlog live gestreamt. Keine Sorge, du wirst es nicht aber merken, dass es da ist. Dass sie da ist. Ja. Stimmt. Ich merke es auch nicht, dass sie da ist. Stimmt. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade waren, weil mich das gerade aufgeregt hat, dass wir den letzten Teil da nicht gefunden haben. Subi läuft ja heute wieder hervorragend. Naja, ja. Ich habe langsam den Verdacht, dass hier vielleicht kein wertloser Haufen ist. So langsam hat man das vorher nicht gesehen, oder was? Das ist ein sehr, sehr altes Auto. Keine Ahnung, ist das ein englisches? Ich habe von Autos gar keine Ahnung. Da stand irgendwas drauf, ich habe es aber leider nicht gelesen. Ach ja, okay. Ja, zumindest der Artikel. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, glaube ich. Artikel hatten wir durch, die wir da gelesen haben. Ich weiß aber leider nicht mehr, woher der Artikel war. Das weiß ich nicht mehr. Ach ja, hatte ich gelesen oder ich hatte darüber irgendwas gelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich muss die Feuermelder noch testen. Fällt mir gerade ein. Ich spoile online durch den Esther-Archiv. Esther? Heißt, was ist denn Esther-Archiv? Oder heißt das Auto Esther? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Autos vor Autos. Ich fahre einen Mercedes. Aber nur, weil mein Schwiegervater mit jemandem befreundet war, der in Mercedes A-Klasse fährt. Wo er gefahren ist und der hatte war sehr krank und ist daran dann verstorben. Der hat gesagt, okay, wir möchten euch gerne das Auto geben für einen günstigen Preis. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ja, er möchte das gerne das Auto in gute Hände wissen, weil das Auto war damals 7 Jahre alt, glaube ich. 7, 8 oder 9, ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut gepflegt, das Auto hat er immer gemacht. Und ja, dann haben wir das Auto von ihm dann übernommen, kurz bevor dann die Reise zum Herrn angetreten ist, wenn man so sagen möchte. Stellt sich heraus, das Auto im Esther letzten Film war. Das spielt eine Lehrerin, deren Auto entsprechendes Lenk... Oh, da ist es weg. Gut. What the fuck? Ja, nur haben wir dann eben halt das Auto. Ja. Ja. Das war die Geschichte dazu. Sehr aufregende. Nicht sehr aufregende Geschichte so. Das so gut ist, da reinzuspritzen? Bin mir nicht sicher. So. Oh. Das Dach sollte man vielleicht auch mit sauber machen. Sollte man. Ja, Rassismus gibt's überall. Das haben wir jetzt durch das Thema. Ja, die Nachrichten sind gerade wieder voll, dass das wohl damals in Bayern diese Ausgangssperre, die sie da wo verhängt haben, wo alles nicht rechtens gewesen ist und alles nicht so gut gewesen wäre. Wo ich mich dann so frage, wir Restlichen hatten auch einen Lockdown, ne? Also nicht nur Bayern. Wir hatten alle Lockdown. Also
Warum wird Bayern jetzt wieder rausgezogen? Was ist das denn schon wieder? Länderrassismus oder? Wie soll man das denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mich gestern auch drüber aufgeregt. Als wenn die Einzigen wären, die daran Schaden genommen haben. Denk doch mal an die armen Kinder. Die armen Kinder, du mussten fast ein ganzes Jahr zu Hause bleiben. Fast ein ganzes Jahr. Und dann wundert ihr euch, warum ihr denn nachher dann irgendwie sagt, oh, die Leute können gar nicht mehr miteinander umgehen, richtig. Ja, wie kommt das bloß? Wenn wir die Kinder einsperrten, die nicht mal auf den Spielplatz dürfen. Die Spielplätze waren geschlossen. Das heißt, sie hatten gar keine Möglichkeit, mit anderen Kontakt richtig aufzunehmen. Ich meine, gut, wir haben uns da jetzt nicht dran gehalten, weil wir uns gesagt haben, nee, du pass auf. Wir machen das nicht mit. Wir treffen uns trotzdem. Das waren zwar nur ausgewählte Personen, wo wir dann gesagt haben, okay, mit denen und denen treffen wir uns. Ab und zu waren es dann auch mal andere. Aber das war dann immer so beschränkt, sagen wir es mal so. Beschränkt denn auf die und die Personen, dann wurde auch eine Woche lang niemand anders mehr getroffen. Dann haben wir vielleicht eher mehr mit Videochat oder sowas, dass die Kinder denn da rumtun konnten, ohne Probleme, dass die Kinder sich denn was erzählen konnten und so weiter und so fort. Das brauchen die Kinder ja auch. Und ich war auch mal froh, dass das Kind nicht mich echt immer dicht gelabert hat. Und erzählt ja Tag und Nacht, die erzählt ja sogar, wenn sie schläft, irgendwelche Geschichten. Ich meine, das soll sie ja auch machen, aber irgendwann ist das dann auch nervig. Irgendwann bist du dann als Mutter auch kaputt. Ganz besonders, wenn die dann nicht in den Kindergarten dürfen. Dann bist du fertig mit den Nerven. Mama dies, Mama das, und dann kommen alle 5 Sekunden. Mama, 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 Mama. Darf ich Fernsehen gucken? Darf ich dies? Darf ich das? Darf ich jenes? Darf ich eine Milchschnitte haben? Können wir nicht wieder hingehen zum Spielen? Können wir nicht dies machen und das machen und jenes machen? Hast du nicht gesehen. Und das war ziemlich schlimm. Für die, die keine Kinder haben, können sie das vielleicht nicht so vorstellen. Vielleicht. Aber das war schon heftig. Ich meine, das meiste davon musste tatsächlich mein Mann aushalten. Ich hatte Gott sei Dank nochmal 450-Euro-Job damals. Da konnte ich dann wenigstens ein bisschen sagen, so, oh ja, okay, ich kann das. Ich kann jetzt wieder ein bisschen abschalten. Ich kann mal mit Erwachsenen reden. Und man war ja auf Kurzarbeit, also mein Freund, Entschuldigung, mein Freund. Wir sind noch nicht verheiratet und werden wahrscheinlich auch niemals heiraten. Ja, der war Kurzarbeit und der konnte das dann alles übernehmen. Nachher hat er dann noch einen 450-Euro-Job angenommen, wo sie dann gesagt haben, komm, du kannst so viele Stunden haben, wie du möchtest. Du kannst sogar Vollzeit eigentlich arbeiten und wir machen dir dann ein Stundenkonto da fertig. Nachher dann so, so geht das nicht. Du kannst nicht so viele Stunden arbeiten da. Wo ich mir dann so denke, naja, der Job ist ja daraus ausgelegt, wie viele Aufträge du hast. Das heißt, mal brauchst du mehr, mal brauchst du weniger Leute. Also wie soll das denn sonst funktionieren? Ja, das war dann noch sehr interessant. Und ich habe dann den Ärger gekriegt. Wir hatten das monatelang vorher mit mir dann gemacht, wo ich denn keinen Job hatte. Dann haben wir da bei uns in der Nähe tatsächlich einen Job gehabt. Und bei der Bahn ist das ja immer so, dass du da deutschlandweit unterwegs bist. Wenn du Pech hast, bist du irgendwo unten in Bayern unterwegs. Und die verstehe ich nicht. Beim besten Willen nicht. Wenn die auf Bayerisch richtig loslegen, dann verstehe ich die Leute nicht. Ich sage, nach Bayern musst du mich aber nicht schicken. Bitte. Weil nichts gegen die Bayern, ne? Aber ich verstehe die nicht. Wirklich nicht. Ich gebe mir wirklich die größte Mühe. Aber ich verstehe sie nicht. Ich finde die Sprache lustig. Ich finde auch Holländisch lustig. Weil das sich so süß anhört. Obwohl, so. Nennt man das Schweizerisch? 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 Die Schweizer. Die haben auch so bündige oder sowas. Das finde ich auch lustig. Das ist alles so versüßt irgendwie. Das finde ich auch so knuffig. Bündeli. Haben wir ein Bündeli. Also eine Bündezeitung. Ein Bündeli. Nice. Aber da gab es das erstmal so eine Komödiantin. Die war dann unterwegs.
Die war auch dann ganz lustig, weil sie dann immer so den Vergleich denn angestellt hatte, wie das sich das dann Deutsch anhört und wie das sich denn auf Holländisch anhört. Oder auf Niederländisch? Niederländisch. Holländisch. Ist auch egal. Das fand ich auch total lustig. So, ihr Lieben, das war's mal wieder mit der Folge. Wir quatschen denn uns in der nächsten Folge quatschen wir weiter. Tschüss.